dann ist Lachs, dann ist aber, dann Nani, dann Luni, dann Oro, dann Uronga, dann Sing, dann Konono. Eine Autowerkstatt in Conakry. Manza Kamios alter schwaches Auto muss repariert werden. Er will die Heimreise in sein Dorf Baro in Oberguinea antreten. Er lädt uns ein, ihn zu begleiten. Frühmorgens wollte Manza Kamio aufbrechen. Gegen Mittag fahren wir endlich los. Am Stadtrand von Conakry der erste unfreiwillige Halt auf der langen Reise. Der Motor streikt. Verkehrsblockade afrikanisch. Ein Kakilambe-Tänzer führt seine Kunststücke vor. Endlich sind wir auf dem Weg in den Nordosten von Guinea. 700 Kilometer Fahrt durch die Savanne liegen vor uns. Als die Landschaft allmählich hügeliger wird, tauchen die ersten Rundhütten der Malinke auf. Das Auto streikt zum zweiten Mal. Der Schaden ist aber schnell behoben. Manza Kamio kann es kaum erwarten, in sein Dorf zurückzukehren. Hier ist die Quelle seiner musikalischen Kraft und Spiritualität. Die Trommler im Dorf und die Trommler in den großen Städten machen nicht die gleiche Musik. Wenn ich die veränderten Rhythmen in der Stadt höre, quält mich das. Niemals würde ich die Rhythmen, mit denen ich aufgewachsen bin, verändern. Die Alten im Dorf, ja, die ganze Region würden sich über mich lustig machen. Seht, er hat unsere Rhythmen verdorben. Deshalb verändere ich sie niemals. Gegen Abend erreichen wir eine kleine Stadt am Niger. Geschäfte und Straßenhändler bieten den Reisenden ihre Waren und Essen an. In den Straßen herrscht lebhafter Betrieb. Wie alle anderen müssen auch wir auf die erste Fähre am nächsten Morgen warten. Am anderen Ufer des Niger beginnt die Staubpiste. Ein Buschtaxi. Beladen wie üblich. Im Schritttempo geht es weiter über die Holperstraße. Ein Stoßdämpfer ist kaputt. Der Tank beinahe leer. Noch 20 Kilometer bis Baro.
Dann endlich die Tankstelle. Wir sind einen Kilometer vor Baro, dem Heimatdorf von Mansa Camillo, dem großen Perkussionisten der Djembe und der unverfälschten Malinke-Rhythmen. Mansa Camillo lebt mit seinen beiden Frauen und seinen 7 Kindern zusammen. Das Jüngste ist ein paar Monate, das Älteste 13 Jahre alt. Das ist mein Hof. Das ist mein älterer Bruder, der älteste Mann der Familie Camara in Baro. Und hier meine Mutter, die älteste Frau der Familie. La plus vieille de la famille. Mein großer Bruder. Er ist der zweitälteste. Nach ihm komme ich. Meine erste Frau, Saran Diabate. Meine zweite Frau, Fatoumata Kondé. Sie sind beide aus Baro. Ah,